Aber, Herr Professor Bakti, Sie haben heute Geburtstag. Erstens alles Gute und zweitens meine Abschlussfrage an Sie. Haben Sie einen Wunsch? Ah, ja, ich habe einen Wunsch. Wissen Sie, ich lebe in einem permanenten Albtraum. Ich sehe vor mir die armen Leute, meine Mitmenschen, die nicht so privilegiert sind. Vorne ist ein Rattenfänger. Aber er fängt nicht Ratten, er fängt diese Menschen und er hat seine Pfeife. Und sie laufen ihm nach mit Maske. Und wer nicht mit Maske mitläuft, das sind Leute an Ufer, also am Ende der Straße. Und wir bekommen Handschellen, ich, weil ich keine Maske trage. Wir werden abgeführt. Und ich habe einen Wunsch. Ich möchte gerne, dass diese Menschen, dass wir aufhören, diese Masken zu tragen. Reißt die Masken runter. Gebt einander die Hand und fangt an zu singen. Mozart, Händel, Bach, sodass die Pfeife nicht mehr gehört wird. Und kehrt zurück in eure Häuser. Wir werden sehen, wer diesen Geburtstagswunsch von Ihnen teilt. Die Aufforderung, glaube ich, war relativ deutlich. Frau Schlereth, meine Herren, vielen Dank für diese Diskussion. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Sonntag beim Corona-Quartett.